Al-Kawthar hat zwei Bedeutungen. Einmal dieser Fluss, Al-Kawthar, und einmal eine allgemeinere Bedeutung, wo dieser Fluss auch mit implizit dazugehört. Und zwar Al-Kawthar, also das viele Gute, viel Gutes, ja, von Kathir, ja, also viel. Al-Kawthar ist alles Gute an, oder alles an guten Dingen. Und eines dieser guten Dinge ist eben dieser Fluss. Möge Allah Azza wa Jal uns erlauben, aus diesem Fluss zu trinken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt einen Fluss, den euer Prophet sallallahu alaihi wasallam erhalten hat, an dessen Strand sind ausgehöhlte Perlen, an dessen Strand sich ausgehöhlte Perlen befinden und dessen Anzahl der Krüge größer ist als die Anzahl der Sterne. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Kawthar ist ein Fluss im Paradies, dessen beiden Ufer aus Gold sind. Das Wasser fließt über Perlen. Sein Wasser ist weißer als Milch und süßer als Honig. Was für ein Anblick. Was für ein Genuss. Besonders, liebe Geschwister, stellt euch vor, zu Beginn des Tages der Auferstehung und du sitzt da an diesem Becken mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Trinkst gemütlich und die anderen ertrinken in ihrem Schweiß und wissen nicht, was los ist und wie es weitergeht. Und du bist unter dem Schatten des Thrones Allahs Azza wa Jal und genießt dieses Wasser. Ibn Hajar, rahimahullah, sagt, Al-Kawthar bedeutet die Fülle. Der Fluss wurde so benannt, da das Wasser darin ausgiebig ist und die Krüge zahlreich sind. So hat dieser Fluss einen hohen Stellenwert und ist voller Vorzüge.